Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Folge Schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung, welche Folge wir gerade sind. Ich muss erstmal wieder gucken, wie es hier aussieht. Okay, hier waren wir am Abbauen. Genau. Ja, ja, hier unser Raum war fertig. Stimmt, genau. Unser Raum war fertig. Genau, Medizin. Was hatten wir hier erforscht? Königliche Kleidung, warum auch immer. Ach, wir brauchten einen Hightech-Forschertisch, genau. Für Hightech-Forschertisch brauchten wir Hightech-Bauteile. Und ich habe recht in Erinnerung, dass wir unsere Werkstatt ausbauen müssen, weil wir keinen Platz mehr haben. Irgendwas war da. Sklave nicht unterdrückt. Kann gar nicht sein. Oha. Oha. Wer da? Fuhr. Muss dringend, wer kann denn überhaupt noch Wärter machen hier? Wir haben eigentlich drei Wärter, ne? Hier machst du einfach mal. Ja, schön unterdrücken. Sehr gut. Nahrung sieht super aus. Stimmt, The Cat hatten wir hier. The Cat. Wie hieß die nochmal richtig? Caro, genau. Genau, wir waren hier am Abbauen. Weil ich hier meine Sklavenunterkünfte bauen wollte. Genau, hier konnten wir nicht bauen wegen dem Schlamm. Dann habe ich mir gedacht, baue ich ein bisschen weiter rein. Genau. Und hier wollte ich alles wegholzen wegen Strom. Genau, so war das. Was machen wir denn mit Alpaka 3? Tobi. Oh. Bernd. Bernd mit T. Verwirrung Nitro, okay. Ja, ich glaube, bis das durch ist, das dauert, glaube ich, ne? Arnie ist gut dabei. Quasselt ein bisschen. Revolver schlecht. Wie viele Bergarbeiter haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Todesel. Ja, klasse. Bergbau 1, 2. Waldarbeit. Wie sieht unsere Forschung aus? Königliche Kleidung. Diadem, Krone, Prestigerobe. Ich habe noch gar keinen Schimmer, was ich als nächstes machen werde. Teppichherstellung. Hydrokulturen. Maschinenbau. Oh ja, Maschinenbau sollten wir machen. Dann können wir endlich hier ein paar Gewehre baddeln und so. Hier, Rückstoßlader. Oh, Geschütztürme, die waren auch geil. Hier, die sind mega geil. Vollautomatikflinte, LMG. Oh. Sehr schön. Hier, was macht er denn hier? Ah, okay, hier wird gebuddelt. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Nice. Dann brauchen wir jetzt
Was hatte ich gesagt? Maschinenbau, ne? Harfe. Das bauen wir alles später. Xenogenetik. Alter, was es nicht für ein Scheiß alles gibt, ey. Bin mal gespannt, wie sich das alles hier entwickelt. Die Felder werde ich da selbstverständlich alle umwandeln. Hier umbauen, umwandeln. ich denke, das werde ich erstmal so lassen. Ich denke schon, dass ich das so lassen werde. Ja, der Raum kommt ja hier irgendwo hin. Den Raum, den Tempel, werde ich irgendwann hier mit einbauen. Den Hobbyraum lasse ich erstmal da. Ja, erstmal gut. Erstmal muss das fertig und das fertig. Da sind wir noch ein, zwei Folgen mit beschäftigt. Dach eingestürzt. Warum das denn? Katie. Stimmt. Katie Arnie Silvester. Ich dachte gerade, Silvester hat einen Bart. Strom läuft auch noch, sehr geil. Ist natürlich richtig clever, wenn man hier so Lagerfeuer unterirdisch baut, ne? Das zeugt natürlich von großer Intelligenz. Wie sieht's mit dem Kollegen hier aus? Ja, 59. Ja, das passt. Okay. Stahlabbaulager. Stahl haben wir, glaube ich, noch genug. Was ich bräuchte, ist Hightech-Bauteile. Das wäre mal ganz Neues. Hightech-Bauteile. Was macht die Forschung? Die Forschung läuft. Schon 95. Das ist jetzt nicht gerade viel. Ja gut, von 1000 geht eigentlich, ne? Ich gehe mal davon aus, dass dieser Raum hier irgendwann weiter runter geht und dann hier ein großer Raum entsteht. Oder hier. Oder komplett hier einmal so längs. Und das wird dann quasi so mein, ja, wie soll man das sagen? Wie sagt man das? Wir haben immer das früher im, Kronsaal, ist das richtig? Mein Kronsaal mit dem König und so. Oder hier kommt so ein Raum hin. Hier ist der Kronsaal und dann wird hier links und rechts nochmal so Wohnbedingungen für die hier für diese Kollegen hier. Sag schnell. Rollenwechsel. Hier für diese. Kriegt jeder seinen eigenen Raum. Und hier sind dann das normale Arbeitervolk. Ich glaube, so wird das laufen. Irgendwie. Er buddelt hier weiter vor sich hin, der alte Casanova. Ah, Wiener kommt zur Hilfe. Schön, Silvester. Putzi, putzi. Inspirierter Handel. Bringt mir nichts, wenn ich keinen zum Handeln habe. Aber so, nahrungsmäßig sieht das alles aktuell recht stabil aus, finde ich. Das kann man so lassen. Strom ist auch okay. Wird jetzt natürlich ausgebaut. Wie sieht denn mein Schmiedegedöns aus hier? Mein Lager. Lager sieht auch okay aus. Objekte. Okay. Hergestellt. Ja, soll reichen, wa? Scheißegal, das passt schon irgendwie. Das passt schon. Gell? Versteckt sich im Raum Euli. Was hat er denn? Ernährung. Ja, dann ist doch alles da hier, mein Freund.
Unser kleiner Hodenkobold, der pennt noch. Freies Zeichen, blutige Figur, bestes Symbol. Okay, Gebetsteppich. Eine Kirche müssten wir ja auch noch bauen. Holy. Eine lange Bank, auf der Ritualteilnehmer sitzen können, während sie einem Redner zuhören. Platziere sie vor Ritualen und Reden, um die Dauer ihrer positiven Effekte zu verlängern. Okay. Ein Kissen, auf dem Gläubige knien, während sie einem Ritual beiwohnen, beten oder etwas besprechen. Ja, das wäre hier für unseren Tempel. Reliquienschrein, Gold. Ein zeremonielles Gebilde, das zum Schutz zur Ausstellung von Reliquien gedacht ist. Reliquien sind antike Objekte, die von einigen Kulturen, Glaubenssystemen oder Religionen verehrt werden. Stylingstation. Ein Tisch mit dem Spiegel- und Styling-Werkzeugen. Die Leute können ihn nutzen, um ihr Aussehen zu verändern. Oh, okay. Oh, guck mal, hier haben wir schon ganz gut was geschafft. Wie sieht's aus hier mit Dach abreißen? Wachstumsmoment für Arnie. Ah. Arnold Zavala hat das biologische Alter von 10 erreicht. In einem Wachstumsmoment erfahren. Er hat sich für eine Reihe neuer Aktivitäten interessiert. Unter anderem dafür, bedeutsame Arbeit zu leisten. Arnie macht das sehr viel Spaß, Freunde zu finden. Arnie ist erneut genug für folgende Arbeiten. Arzt, Wärter, Kunst, okay. Wähle eine Fähigkeit aus, die Arnie mehr Hingabe entwickeln soll. Oh, Arnie wird ein richtiger Fernkämpfer. Der kriegt später eine richtige Gatling-Gun. Wähle ein Merkmal aus, das Arnie bekommen soll. Arnie bekommt einen Kick, wenn er jemanden verletzt und stößt dabei nicht in den Anblick vom Blut. Okay. C. Ich glaube, der wird C. Arnie hat eine dicke Haut, zähes Fleisch und sehr sensible Knochen. Stabile Knochen. er leidet bei gleich vielen Schlägen deutlich weniger Schaden als andere, so schwer zu töten. Das wäre so ein Nahkampftyp, ne? Gutes Gedächtnis, fantastisches Gedächtnis für Details. Er vergisst ungenutzte Fähigkeiten nur halb so schnell wie andere Menschen. Dann machen wir mal den hier. Okay. Arnie. Geil, was machen wir denn mit Arnie? Fernkämpfer. Arnie, müssen wir eigentlich mal Zuweisung? Arnie. Soldat. Angreifen. Oh. Zuweisen. Aber hier müssen wir erstmal hier. Wo ist denn hier Paste? Da. Paste. Und Paste. Oh nee. Zap. Auch Dreie. Jo, das passt, glaube ich. Dann kriegt Arnie. Auch eine schicke Waffe, wenn wir eine haben. Eine schöne, schicke Fernkampfwaffe. Die wir natürlich nicht haben. Schlecht, schlecht, schlecht. Doch, da ist noch eine Schrotflinte. Macht da Holz. Bis jetzt sieht alles schön friedlich aus. Ist das eigentlich in Ordnung, wenn man so ein Kind eine Waffe gibt und als Soldat einsetzt? Recurved Bogen. Okay, das sieht ja schon mal alles nicht schlecht aus hier, finde ich. Da kann man mitarbeiten. Stahl. Das kriegen wir heute fertig hier. Ich lasse das extra so laufen und baue nichts, damit die schön anfangen hier zu buddeln, statt wieder 5 andere Projekte gleichzeitig zu starten. Was ist denn das hier? Der Tempel Psycho-Beschleunigungsimpulsgeber. Okay. Gib
Gebiet freigelegt. Okay, warum auch immer. Finde ich gut. Habt ihr gut gemacht. Was auch immer ihr da gemacht habt. Ah, hier war hier nicht noch eine Waffe drin? Die ist jetzt flöten gegangen wahrscheinlich, ne? Oh, Medizinmann buddelt auch. Geil. Oh, noch einer. Medizinfrau auch. Geil. Nichts zu tun, oder was? Kolonist untätig. Kann gar nicht sein. Gibt's hier nichts zu putzen oder so? Hier ist doch alles fertig. Hier Putzerei und so. Geil, dann kriegen wir das hier fertig gebuddelt und dies in der nächsten Folge auch. Geil. Schieß raus, Euli. Warum haben die eigentlich alle Rüstung an? Arbeiter. Quest verfügbar. Petrus Gefangene. Petrus, Ritter der Fraktion, das er sucht deine Hilfe. Petrus, Könige und Dialogen haben kürzlich zwei Gefangene aus den antiken Kryptoschlafbunkern geborgen und wollen diese nun verhören. Um sie vor Rivalen am Hofe geheim zu halten, möchte Petrus, dass du die Gefangenen 20 Tage lang bei dir unterbringst. Okay, Ehre. Jetzt haben wir uns, komm, scheiß drauf. Annehmen, hä, was? Annehmen mit. Hier, Arnie. Gefangenen sind eingetroffen? Hä, das kapiere ich jetzt nicht. Wo denn? Ach, da. Okay. Hier, fuhr. Ah, okay. Fange Flüchtlinge ein. Wo ist denn Arnie hier? So. Festnehmen. Aber hurtig. Kann Arnie auch Wärter? Jo. Ah, ist aber schlecht drin. Nice, hier ist fertig. Königlicher Tributeintreiber. Das geflohene Reich nennt sich seine. Du kannst ihm Gefangene und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der den Handel vollzogen hat, Ehre für die Erfüllung der Tradition. Und du kannst damit rechnen, dass ein Tributantreiber etwa zweimal pro Jahr auftaucht. Sie werden ein paar Tage in einer Kolonie, bevor sie weiterziehen, kannst du sie auch angreifen. Allerdings wird das. Alles klar. Ja, ja, bla bla bla. Okay, nice. Hier sind wir fertig. Das ist sehr geil. Jetzt wird hier schon gebuddelt. Richtig gut. Dann kann ich hier schön. Wie machen wir das denn da? Das Dach mache ich hier weg wahrscheinlich. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das wird ja halten. Hier ist ja so ein Dingsy Bumsy. Dingsy Bonesy. Den könnte man abreißen. Und dann baller ich hier alles voll mit Solardingern, die platziere ich dann hier schön. Und vielleicht baue ich mir dann hier irgendwie so einen Raum hin, wo die Batterien drin gespeichert sind. So eine Art Stromgeneratorraum, whatever, keine Ahnung.
Was hat von Kloppen? Okay, Leute. Party der Schöpfung ist möglich, alles klar. Okay, Leute, ich würde hier die Folge beenden fürs Erste und in der nächsten Folge kümmern wir uns auf jeden Fall hier drum. Im Moment läuft alles ganz gut, so können wir richtig viel schaffen. Alles klar, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao mit V.